London im Jahre 2012. Sportler mit Behinderung aus aller Welt treffen sich zum wichtigsten Sportevent überhaupt, den Paralympics. Friedhelm Julius Beucher ist Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes und steckt mitten im Paralympic-Fieber. Die Paralympics sind das größte Weltereignis des Behindertensports. Diesmal in London eine nie dagewesene Teilnehmerzahl. Über 4000 Athleten aus fast 100 Nationen. Es ist sensationell. Und die Deutschen sind mit 151 Startplätzen zu den größten Teilnehmerfeldern zu zählen. Es werden knapp 25 paralympische Sportarten sein. Ich sag, wo unsere Leute auftreten, in der Leichtathletik, beim Schwimmen, beim Reiten, beim Rudern, beim Sitzvolleyball, beim Rollstuhlbasketball. Da bringt man natürlich auch sportlichen Ehrgeiz als Präsident mit rein. Für die Sportler, die es geschafft haben, sich für die Spiele zu qualifizieren, geht ein Traum in Erfüllung. Paralympics sind für mich was ganz Besonderes und das will man einfach nur erleben. Die Erfüllung eines großen Ziels und eines großen Traums, und den ich jetzt wirklich leben kann. Das höchste Ziel seit 4 Jahren und der Motor, der mich antreibt. Wir haben lange darauf hingearbeitet und ja, das ist einfach ein großes Ziel und ein großer Traum, da dabei zu sein. Friedhelm Beucher hat keine Zweifel, dass die deutsche Mannschaft erfolgreich sein wird. Also ich persönlich fiebere eigentlich mit all unseren Athletinnen und Athleten mit. Wir haben viele Eisen im Feuer und ich weiß, dass unsere Leute gut sind. Meine größten Erfolge waren definitiv die Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft 2009 im Weitsprung mit damals Weltrekord. Die Europameistertitel und die beide Weltmeistertitel im Weitsprung. Und ja, das Größte ist für mich natürlich auch der Weltrekord im Weitsprung. Also ich habe bei den Paralympics in Peking die Silbermedaille gewonnen. In Athen zum Beispiel bin ich angereist und habe dann da die drittschnellste Zeit der Welt gerannt und habe dann eine Medaille gewonnen. Trotz der Erfolge und Leistungen im Bereich Behindertensport lässt die Berichterstattung in den Medien bisher noch sehr zu wünschen übrig. Doch das soll sich nun ändern. Ich glaube, dass wir sehr interessant sind. Und dass sich viele interessieren, auch Freunde, und die immer wieder fragen, wann kommt ihr denn und wann wird was von euch gezeigt? Wir freuen uns jetzt darüber, dass die Öffentlich-Rechtlichen von den Paralympics in London über 70 Stunden berichten werden. Das ist das Doppelte von Peking. Die Medien zu den Paralympics, aber auch zum Behindertensport allgemein, werden immer mehr aufmerksam. Wir haben ungeheure Zuwachsraten, aber sind lange noch nicht da, wo wir hingehören. Wir haben zum zweiten Mal das Deutsche Haus Paralympics. Wer einmal paralympische Athleten gesehen hat, wer Wettkämpfe bei Paralympics oder Wettkämpfe von Menschen mit Behinderung gesehen hat, der ist begeistert, der ist mitgerissen. Unsere Athleten, die Leuchttürme für Menschen mit Behinderung, mit ihren sportlichen Leistungen, die reißen mit. Und was die schaffen, das ist auch ein Beispiel für Menschen ohne Behinderung. Der Sport, der hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Der Sport ist für mich meine Lebensqualität. Ich weiß nicht, ob ich heute hier stehen würde. Ich weiß nicht, ob ich heute so glücklich wäre, wenn ich den Sport nicht gehabt hätte. Ich denke schon, dass ich eine Vorbildfunktion eingenommen habe, gerade für die kleinwüchsigen Menschen. Es gibt auch ein super Beispiel. Bei mir in einer Siedlung wohnt ein Kleinwüchsiger, der ist 7 Jahre alt. Und er freut sich immer und ist auch super stolz auf mich. Und ja, ich versuche natürlich zu zeigen, dass man auch mit Kleinwuchs ganz normal leben kann. Wenn die letzten Vorbereitungen für den Wettbewerb getroffen sind, heißt es für alle Beteiligten Koffer packen. Was da wohl hineinkommt? Ich packe meinen Koffer und nehme mit meine Trainerin. Auf jeden Fall meine Sportprothesen, die sollte ich nicht vergessen. Ein Foto von meiner Mama. Die Deutschlandfahne, denn ich möchte meine Athleten ja auch lautstark und sichtbar im Stadion und in der Schwimmhalle anfeuern. Meine Wettkampfklamotten, meine Spikes, meine Trainerin und auch mein Bein. Und ganz wichtig, die Musik für die Motivation. Bei aller Vorbereitung und intensivem Training kann dennoch einiges schiefgehen. Ein paar Ängste haben die Sportler also auch im Gepäck. Das Schlimmste, was mir bei einem Wettkampf passieren kann, wäre, dass ich ganz viele rote Fahnen bekomme. Wenn ich mir beim ersten Sprung das Bein oder die Prothese brechen würde, das wäre das Allerschlimmste. Einfach den Kopf verliere so ein bisschen, dass ich durch die Aufregung und durch die ganze Publikum und das ganze Drumherum irgendwie nicht die Leistung bringen kann. Umso mehr fiebern die Athleten einem Erfolg entgegen. Das Schönste wäre natürlich, wenn es die Goldene wird. Ich fahre hin, um zu gewinnen. Persönliche Bestleistung mit nach Hause zu bringen. Und auf dem Treppchen zu stehen, ich glaube, was Schöneres gibt es gar nicht. Ich freue mich ansonsten einfach nur,
Das ist ganz groß. Das erlebt man vielleicht einmal im Leben. Das ist richtig, richtig stark.